Die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu unserem Gottesdienstformat Kompakt. Wovor fürchten Sie sich? Ja, wovor fürchten sich die Menschen in der Schweiz? Die Gesellschaft für Sozialforschung weiß Bescheid. Jedes Jahr veröffentlicht sie den sogenannten Sozialbarometer, so auch Ende des letzten Jahres. Und darin wird ersichtlich, fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung fürchtet sich vor einer ungesicherten Altersvorsorge. Sorgen bereiten auch die steigenden Krankenkassenprämien. Fast ein Drittel fürchtet sich vor Ausländern und ebenso viele vor Umweltzerstörung und dem Klimawandel. Würde man die Umfrage heute durchführen, dann käme bestimmt die Angst vor dem Coronavirus und seinen Auswirkungen hinzu. Es gibt also ganz viele Gründe, sich zu fürchten. Vor einem aber scheint sich die Schweizer Bevölkerung nicht zu fürchten: vor Gott. Und das ist eigentlich auch gut so. Denn viel zu lange wurden Menschen in der Vergangenheit mit der Furcht Gottes, der Drohung vor dem Gericht oder dem Höllenfeuer, wurden Menschen gefügig und gehorsam gemacht. Und davon ist heute, Gott sei Dank, keine Rede mehr. Und trotzdem werden wir in der Bibel mit einem Gott konfrontiert, der nicht einfach nur der liebe himmlische Vater oder die fürsorgliche Mutter ist, sondern eben auch eine erschreckende Erscheinung, die den Menschen in die Schranken weist und sein Leben auf den Kopf stellt. Da ist zum Beispiel die Rede von Jakob und seinem Traum von der Himmelsleiter und wie er am nächsten Morgen aufwacht und ruft: Wie furchtbar ist diese Stätte! Oder da hören wir von Jesaja, wie er von Gott zum Propheten berufen wird und wie er sagt: Wehe mir, ich bin verloren. Und da ist schließlich die Geschichte von Saulus auf dem Weg nach Damaskus, wie er dem Auferstandenen begegnet, wie er geblendet zu Boden stürzt und nichts mehr sehen kann. In der Bibel werden viele solche Gottesbegegnungen beschrieben. Und es sind bei weitem nicht einfach nur schöne, angenehme Erlebnisse. Im Gegenteil, sie erschüttern Menschen in ihrem Selbstverständnis und lenken ihr Leben in ganz neue, ungewohnte, unbekannte, unerwartete Bahnen. Gott ist demnach durchaus jemand, den man fürchten sollte. Zumindest die menschliche Bequemlichkeit, die menschliche Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit, der Geiz, die Unaufrichtigkeit und Verzagtheit, sie alle sollten Gott fürchten. Denn sie alle will Gott verwandeln in Großzügigkeit, Kreativität, Versöhnung, Glaube, Liebe und Hoffnung für die Zukunft. Das ist bei weitem nicht nur angenehm. Aber es ist das, was das Leben erst richtig lebendig macht. Wenn also der endliche Mensch mit dem unendlichen Gott in Berührung kommt, dann kommt etwas in Bewegung. Doch manchmal, und das kennen wir bestimmt alle, ist es einfacher, im Bestehenden zu verharren, nicht aus alten Mustern auszubrechen, selbst dann nicht, wenn sie uns belasten. Doch das ist Stillstand und nicht lebendiges Leben. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis oder der Anfang der Weisheit. Diese Überzeugung wird an verschiedenen Stellen in der Bibel zum Ausdruck gebracht.
Die Furcht Gottes ist also etwas sehr Grundlegendes. Nicht als Furcht vor einem zornigen, strafenden oder rachsüchtigen Gott, sondern vielmehr als Furcht vor Gott, als dem ganz anderen, der unser Leben zurechtrücken und erneuern will. Darum, liebe Gemeinde, lassen Sie uns vermehrt die fremde und die erschreckende Seite Gottes suchen. Gott als das, was über das hinausgeht, was wir mit unseren Augen sehen und mit unserem Verstand erfassen können. Gott als das oder als denjenigen, der über uns steht und unser Leben in die rechte Perspektive rückt. Das ist letztendlich keine intellektuelle Übung, sondern eine tiefgreifende Erfahrung. Ich bin froh, dass ich Gott in meinem Leben immer wieder als Trost, als Zuspruch erfahren habe. Aber es fällt mir ungleich schwerer, Gott auch als denjenigen zu erfahren, der in mein Leben hineinredet, mir einen Spiegel vorhält und mich zur Umkehr auffordert. Oft wehre ich mich dagegen, den großen Gott in meinem kleinen Leben wirken zu lassen. Zur gleichen Zeit aber sehne ich mich danach, ein erfülltes, ein gutes Leben zu leben, Teil von etwas Größerem zu sein. Die Erkenntnis oder die Weisheit stehen in der Bibel für eben dieses gute Leben. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit oder der Erkenntnis. Wer also gut leben möchte, der oder die sollte anfangen, Gott fürchten zu lernen. Amen.